Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu unserem King of the Ring Turnier hier bei WWE 2K16. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wie immer der großmäulige Revano. Hallöchen, Freunde, ja. Aber leider mit, Recht hier bei dem Spiel. Ja. Nein, du bist schon gut. Ich weiß nicht, entweder ich habe mehr Glück oder ich weiß es nicht, aber. Es ist hart verbittert. Ich muss sagen, ich muss mich echt anstrengen, gegen dich zu kämpfen. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das leicht fällt. Ja. Muss ich betonen. Ja, das ist natürlich für mich eine Genugtuung, dass er sich anstrengen muss. Der Überpro. Dass er gegen einen Mega-Champion, dass er kämpfen muss. Weißt du, ich tue gegen einen Anfänger verlieren ständig. Und er erzählt mir, dass er kräftig sich. Ich spiele das Spiel schon jahrelang. Ja, das ist mein erstes WWE. Deswegen, ja, ist irgendwie auch nicht wirklich eine Genugtuung, wenn du das sagst. Aber egal, das ist trotzdem coole Matches und das reicht ja auch schon. Okay, dann würde ich sagen, du kannst jetzt wieder wählen und zwar zwischen Mikey Whipwreck und Andre the Giant. Ich nehme Andre the Giant. Dann darfst du auf die rechte Seite. Ja, gerne. Oh. Andre the Giant. Ich mag so, ihn einfach, weil ich werde jetzt gleich schlafen gehen, während ich gedrückt habe, werde ich eine Runde schlafen gehen und wir werden schauen, wie. Er heißt nichts. Ja, okay, dann los geht's. Ja, aber ich darf den unten auch nicht unterschätzen, ne? Weil wenn das mit dem Kontern der Onkel. Ja, das macht's nicht besser, Rivano. Ich weiß. Das einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass manche Aktionen gar nicht abgebrochen werden, sondern du einfach weggeworfen wirst und meine Konterpunkte werden dadurch nicht weniger. Das ist das einzige Vorteil, wenn man einen Godzilla spielt. Der einzige Vorteil. Ja, wieso, wenn... der einzige Vorteil, nicht der einzigste Vorteil. So, das meinst du, ja, ja. Oh, Bomb! Normalerweise müsste dein Kopf im Ringboden stecken. Und auch laut daneben und mal mit Schwung. Das, ja. Oh, doch. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht von dir. Oh, der dicke Wal liegt wieder hier im Wasserloch hier. Gigantisch praktisch gut, ey. Au! Da sah das hat doch richtig wehgetan jetzt, oder? Also ich weiß nicht, das sah oder, richtig frag mal, wie Mikey. Klein du bist. Hey, hey. Und da geht er fliegen. I believe I can fly. I believe I can fly. Das ist zum Beispiel so ein Trick gewesen, da konnte ich nichts machen. Oder I believe kein I can fly. Aber der Onkel schläft doch nicht, liebe Freunde. Das sagt uns doch, dass er noch da ist. Okay, ich muss das jetzt anders probieren. Ach. Ach, du jubelst ja. Nein! Nein, du darfst nicht mit dem Stuhl hauen. Nein! Nein, 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 nein! Komm her, gib mir mal den nein! Stuhl. Nein! Der Boden bebt, wenn der Godzilla kommt. Was? Ich sag, der Boden bebt. Nein, nein, nein! Oh! Hä? Jawohl, du bist immun gegen Stuhlschmerzen, oder? Aua, nein! Oh, bitte auf den Stuhl. Oh, fast so gut. Ich komme mir gerade so dumm vor. Dein Kopf, der ist am Zappeln. Die Einschläge sind wie. Die müssten dein Gehirn zerstören. Aber der Dicke steht noch. Komm schon! Jetzt schwöre ich mich um! Nein! Oh shit! Und der Dicke steht noch. Oh, auf den Stuhl! Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll, verdammte Scheiße! Und? Nein! Das gibt's nicht! Das war mein S wie Siegfried! Komm schon! Ja. Komm, lauf! 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 Meine Fresse, du bist schneller! Hopp, 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 hopp. Und 1, 2, 5, 9, 3, 7, 12, 68, 75. Nein! Oh. Und er springt ins Leere. Auf den Stuhl. Oh. Das sind Schmerzen, mein gigantischer Freund.
Signaler, 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 Signaler. Ja, 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 ja. Nee, echt jetzt? Ja, genau. Ja, sicher. Ach, er gedeihen. Du unfaires Schwein. Er macht einen Gigantoklopsus-Angriff. Komm, komm. Komm, du musst. Scheiße. Ist das geil. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Das ist Wahnsinn, ist das hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin rot. Nee. Ja. Blau. Du bist der andere. Ah, nein. Ja, guck mal, ja. Und da fällt er. Andere Giant. Aber das ist ja, da war ja wohl die Witzfigur gegen Godzilla, ey. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Das kürzeste Match der Geschichte. Aber mit dem André, das ist mein Favorit, der ist echt gut. Also wenn ich mal ein bisschen mit denen auskenne, weil du kannst viele Aktionen die machen, das ist echt geil. Da kann ich sofort kontern danach. Wahnsinn. Der gefällt mir unheimlich. Und die Moves waren geil, ey. Das Geile ist, in der nächsten Runde wirst du an der Stelle ziemlich schwer haben. Bei der Entscheidung, welchen du nehmen willst. Ja, das ist natürlich bitter, aber naja. Ja, ich habe wieder mal gewonnen. Oh Mann. Ist doch nicht so lange her. Aber Onkel, das war jetzt natürlich, hätte ich jetzt den Kleinen genommen, dann wäre natürlich, hättest du gewonnen. Also Andre the Giant, glaube ich, war ja klar der ein Vorteil. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt leicht. Na komm, laber nicht, laber nicht, laber nicht. Laber nicht. Ich wollte ja doch nur versuchen zu helfen. Ja, okay, deine Schmerzen, dass du darüber hinwegkommst. So, okay, meine lieben Freunde, das war's dann mal wieder für das Match. Ach wohl, Rivano war dran. Ja. Ja, liebe Freunde, genau wie der Onkel schon sagt, das war's wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, eure Rivano und der Onkel. Ciao. Ciao.